Hallo, mein Name ist Rainer Gerz und ich möchte gerne ein Problem aus der algorithmischen Geometrie vorstellen, und zwar das Voronoi-Diagramm. Hier am Beispiel der Ebene. Aufgabenstellung ist, wir haben eben Punkte in der Ebene. Ich zeichne mal einfach welche ein. 2, 3, 4, 5. Und hierzu soll eben das Voronoi-Diagramm erstellt werden. Um zu erklären, was das ist, lassen wir uns kurz darüber unterhalten, was die sogenannte Voronoi-Region ist. Die Voronoi-Region, da geht es darum, diese Punkte will ich jetzt Orte nennen, welche Punkte in der Ebene am nächsten zu welchem Ort sind. Also der Punkt hier zum Beispiel ist ganz offensichtlich zu dem Ort am nächsten wie zu jedem anderen. Dieser Punkt ist immer noch am nächsten zu ihm, dieser Punkt ist aber sicherlich am nächsten zu diesem Ort. Und die Voronoi-Region, die übrigens konvex ist, die beinhaltet eben alle Punkte, die einen Ort als ihren nächstliegenden Ort besitzen. Das sind die Regionen. Das Voronoi-Diagramm selbst trennt die Regionen über Kanten, das sind im Endeffekt die Bisektoren zwischen den einzelnen Punkten. Und diese Kanten, da hat, wenn wir jetzt mal schauen, das wäre hier, wäre wahrscheinlich so der Bisektor, dann ist der Punkt, der hier aufliegt, gleich weit entfernt von beiden Orten und bildet damit eben die Voronoi-Kante. Also im Prinzip, wenn man sich das so vorstellt, die Ebene, dann sind die Regionen, nimmt man im Prinzip fast wie mit einer Schablone die Voronoi-Kanten und sticht damit die Regionen aus der Ebene aus, mal so bildlich gesprochen. Ja, ich habe eben schon gesagt, wie geht es jetzt um die Konstruktion des Voronoi-Diagramms? Hier manuell am Beispiel. Ich habe eben schon gesagt, das sind die Bisektoren. Und das Voronoi-Diagramm, das ist im Prinzip so ein Halbebenen-Schnitt. So, ich gehe jetzt hin und zeichne mal ganz vorsichtig und verhalten hier den Bisektor. Ich hoffe mal, dass der so halbwegs passt. Und dann zwischen den Punkten, den Bisektor, und traue mich mal, den etwas zu verlängern, sodass das da auftreten müsste. Dann weiß man, dass drei dieser Kanten immer zusammenlaufen in den Voronoi-Knoten. Von daher habe ich nicht ganz sauber gezeichnet. Der Bisektor würde wahrscheinlich hier reinlaufen, aber jetzt tun wir einfach mal so, als wenn er hier wäre. Das können wir schon sehen. Dann haben wir hier einen Bisektor und wir haben hier einen Bisektor. Ja, das wird auch eng, doch wieder kein gutes Beispiel gewählt. Also Mittelsenkrichtung. So, die mal so laufen. So laufen, und hier sieht man schon, da oben kommt die herein. Dann haben wir hier einen Bisektor, da müssen wir jetzt aufpassen, das ist eigentlich Absicht. Und wir haben, das war der, und wir haben dazwischen denen noch einen. Wo läuft der denn hin? Da müssen wir schauen. Der läuft hier noch rüber. Und hier haben wir noch einen, das ist ungefähr der. Ja, beide draußen. So, dann ist das hier, das gehört nicht dazu. Hier haben wir den Bisektor, der fängt erst, das Teil, was uns interessiert, fängt erst draußen an. So, und dasselbe passiert uns nämlich hier auch. Jetzt verlängern wir das mal. Hier unten war es Absicht. Und dann ist hier ungefähr der Bisektor. So, dieser Voronoi-Kante. Ja, und jetzt sehen wir, dass alle Punkte, die in diesem Bereich Ihnen näher an diesem Ort sind, wie an jedem anderen Ort. Dadurch, dass wir eben die Bisektoren gebildet haben. Hier haben wir eben, also das ist auch genau der Halbebenenschnitt. Hier haben wir eben den Fall, und auch hier unten, dass zwar hier der Bisektor langläuft, und den wir schon gezeichnet haben, dass zwar hier der Bisektor langläuft, aber letztlich dieser Ort immer noch näher liegt, sehr häufig, als der Ort. Und deswegen auch Punkte, die eigentlich dem Ort, wenn man nur den Bisektor betrachtet, zugeschlagen wird, letztlich dann doch näher an ihm hier unten liegen. Ja, und das, was wir jetzt hier sehen,
Das sind die Voronoi-Kanten, hier haben wir die Voronoi-Knoten und die jetzt weißen Flächen sind eben die Voronoi-Regionen. Ich habe jetzt hier aufgehört, das geht natürlich, wenn wir nicht künstlich Beschränkungen einführen, nach außen weiter. Und diese Regionen, die eben keine Beschränkung haben, heißen eben auch unbeschränkt. Und die Regionen, die Beschränkung haben, da haben wir jetzt nur eine einzige, die heißt dann eben auch beschränkte Regionen.